Hallo Skatfreunde, heute Abend habe ich mal wieder Bock auf das Rocket. Also, die Woche ist gestartet. Ich habe schon zwei Versuche, die liefen gut und deswegen habe ich gedacht, teile ich auch mal wieder ein Rocket-Video mit euch. Ist ja nicht so, dass das Rocket in diesem Jahr nicht genauso spannend zu werden verspricht wie in den letzten Jahren. Ganz im Gegenteil, aktuell sehe ich auch wieder eine erfreuliche Teilnehmerzahl. Gut, und auf jeden Fall ist da natürlich immer ein bisschen mehr Action, denn beim Rocket, da gibt es Streichergebnisse, da muss über 12 Spiele richtig getrommelt werden und da kann man zum Beispiel auch mal so eine Karte einfach reizen. Aber jetzt muss natürlich ein bisschen was passieren und das ist doch gar nicht mal so übel, der sechste Trumpf, 20 Augen zu drücken. Also das Spiel hat Chancen. Es hat natürlich auch Risiken hier mit der Karo Dame zu dritt dabei, klar. Aber beide Trumpfvollen, wenn die heimgehen, habe ich schon mal 4 Volle. Und das kann also auch gut ausgehen. So, das sieht jetzt alles ein bisschen gefährlich aus hier. Wo sind denn jetzt die Karo Vollen? Das war ja ein sehr ungewöhnlicher Stich, muss man sagen. Und das wird immer kurioser hier. Ne, ich denke, da trage ich ab, auch wenn natürlich noch drei Buben draußen sind. Da kommt es jetzt sicher zum Überstich. Ja, soll man machen. Nee, da ist die Karo 10. Also damit hatte ich tatsächlich jetzt nicht mal gerechnet. Dann hätte ich jetzt auch eher gedacht, dass da noch mal Herz wieder auf den Tisch kommt. Lustig, wie das Spiel gelaufen ist. Spieler 1 ist da nicht mit dem Karo Ass rangegangen. Das war natürlich ein Fehler. Und so einen schönen Stich, den sehen wir beim Skat nicht oft. Ich glaube, alleine für diesen Spielverlauf hat es sich ja schon gelohnt, das Video hier zu machen. Ja, okay. Einfach manchmal auch still genießen. Oder eben nicht so still. Es gibt beim Skat eigentlich nichts, was es nicht gibt. Die ulkigsten Züge. Und realistischerweise muss ich natürlich schon sagen, dass ich damit vor allen Dingen Spieler 1 schon mal so ein bisschen in eine Schublade gesteckt habe. Das war schon nicht die beste Idee, eben da nicht raufzuklettern mit dem Karo Ass. Das war schon ein sehr ungewöhnlicher Zug, wo er selber nur zwei Karos hat. So, jetzt gucken wir uns den Rang an. Der sieht wahrscheinlich etwas besser aus. Zumindest sind die Buben gleich mal gesprungen. Auch auf Herz laufen die 28. Karo König dann wohl blank. Gut, dann werde ich jetzt meine Stiche in Karo noch machen. Okay. Irgendwas stimmt an dem Karo König auch nicht. Was ist denn hier los? Hat er noch einen Buben? Wo ist denn jetzt das Karo Ass? Ist das jetzt doch bei meinem Partner oder wie? Gut, dann konnte der schon einen Karo drücken. Aber warum jetzt Spieler 1 hier nicht mal ein Ass bei mir reintut? Gut, jetzt hätte es auch nicht mehr gereicht. Dann war der Grang so stark, dass er unter dem Ass zu dritt da schon eine Lusche drücken konnte. So, und schnippdiwipp. Okay. Eine Verstärkung, eine zum Drücken, 13 im Keller zumindest. Keine schwere Entscheidung hier, wie dieses Spiel zu drücken ist. 13 Augen, Farbe frei, ganz solide Beikarte. Pik Aufschlag sehe ich gerne. Dann kann ich mit meinen Trümpfen, die natürlich ein bisschen schlapp sind, erstmal loslegen. So, 13, 24. Und Trumpf steht irgendwie wohl zu viert, hat man so das Gefühl. Und dann war es vielleicht das jetzt hier eben eine ziemlich dusselige Idee. Da hätte ich dann vielleicht mal besser nur den König gelegt. Ich hatte aber das Gefühl irgendwie, dass die Piken 2 zu 2 stehen. Weiß auch nicht, wie ich da so drauf gekommen bin. Auf jeden Fall war es jetzt natürlich nicht so richtig pfiffig von Spieler 3, dass er mir dann so freimütig das Herz Ass angeboten hat. So, ein Pik muss mein Partner, muss Spieler 1 noch bedienen. Und wenn er jetzt nicht komplett Karo frei ist, dann habe ich das Spiel auch gewonnen. Ja, und das nennt sich doch ein Ansatz. Das kann doch ein Grang werden. Da bin ich bereit, einiges drauf zu verwetten. Aha, ein Ass gefunden. Das langt, um 14 Augen zu drücken. Und dann kann ich den Grang auch spielen. Der ist, glaube ich, sogar unverlierbar. Selbst gegen verteilte Buben kann ich danach einfach Buben rausspielen. Und dann, selbst wenn alle vier Karos an einer Hand sitzen, kriege ich am Ende die letzten 4 Vollen und müsste 14, 8, ja, komm auf 61. Aber ist gar nicht nötig, denn die Buben sind verteilt. Gut, auf Schneider ist das Spiel natürlich typischerweise nicht zu machen.
Gucken wir mal, was sie hier auf die vier Stiche rausholen. Naja, vielleicht geht da doch irgendwie was mit einer glücklichen Fügung. Aber so vielleicht auch wieder nicht. 11 Augen haben sie erst. Schnupp. So. Karos sind auch raus. Ach, ich spiele das mal so. Vielleicht klappt das so noch irgendwie mit dem Schneider. Ah, Herz 10 blank. Nee, Spieler 1 hat wieder nicht gewimmelt. Spieler 1, der hat hier, ja, zu meinen Gunsten agiert. Unbewusst wahrscheinlich. Keine Übersicht über die Trümpfe. Also, da fehlt es noch ein wenig an Erfahrung und Solidität. Und ja, ohne dass ich es darauf nun bewusst abgesehen hätte, profitiere ich natürlich davon. Nun bin ich einmal gespannt, was mein Partner mit seinen 24 sagen wollte. Kann ja eigentlich, passt auf 27, hat er. Oh, das ist jetzt ja wirklich unkonventionell. Da weiß ich gar nicht so recht. Ich glaube, mein Gefühl sagt, schnibbel mal ruhig hier. Ich kann es mir alles noch nicht so ganz erklären, was hier los ist. Wer hat die beiden Alten? Gut, da haben wir wenigstens mal eine Stechfarbe gefunden. Und Karo raus. Gut, ich denke, jetzt sollte ich mal anfangen, Buben hier zu spielen. Mein Partner vielleicht ein wenig zu unterstützen. Ich denke doch inzwischen. Nee, jetzt hätte ich gedacht, dass das Ding vielleicht tatsächlich ohne Vieren ist. Ist aber nicht der Fall. Gut, auch dann ist es in Ordnung, Buben zu ziehen. Mein Partner soll das entscheiden, wie er hier das Spiel weiter aufzieht. Gut, Herz 10 war nicht zu verteidigen, trotzdem haben wir genug, also 40 noch von der Seite. Läuft ja mal wieder ganz geschmeidig. Die Serien, die ich schon gespielt habe, eine richtig gut, fast 700. Die zweite dann heute Morgen 10:30 Uhr, auch 400 etwas, also bisher noch kein Ausfall. Liegt gut im Rennen, aber in dieser Woche, wie ich schon sagte, richtig viel los. Über 20 Teilnehmer bei den Turnieren, also es wird kein Selbstläufer, glaube ich. 2500 wird in dieser Woche nicht reichen, da muss schon ein wenig mehr her. Also alles über 500 wird genommen. Vorher brauchen wir nicht drüber nachdenken. So, wir haben eine Gegenreizung, wir haben keinen Bubenzug. Wir gehen auf jeden Fall hier mal in den Schnitt und vielleicht war der Schnitt. Na, lasst mich mal einfach mitzählen. 14, 27. Aufgrund der Reizung. Da fehlt doch noch ein Pik. Mensch, war das jetzt ein Gang? Oh, und jetzt kein Voller mehr da, oder wie? Meine Güte nochmal. Aber der muss doch auch, wenn er selbst in der Buben hat, der muss auch noch Karo bedienen. Was ist denn das bitte für ein Gang? Was ist denn das für ein Gang? So einen Gang habe ich ja selten gesehen. Eieieiei. 34 Augen beim Gang mit rein. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Der hätte doch noch was anderes spielen können. Uiuiui. Da wird aber noch mal richtig Lehrgeld bezahlt. Und ich habe eine schöne Karte. Bupp. Die passen auch. Dann machen auch wir einen Grang. Der ist allerdings eine Ecke stärker. Höchstens 3 Abgabestiche. Und mit ein bisschen Glück, mit der blanken Pik 10, reden wir hier sogar über Schneider. Ja, das. Nee. Doch nicht. Spieler 3 hat aus der 10 zu dritt weggeworfen. Na gut, kann auch mal vorkommen. Ja, ich glaube, jetzt hat es doch noch mit dem Schneider geschafft, denn eine Kreuz-Lusch habe ich ja gedrückt. Also auch Spieler 3, nicht ganz sauber, muss man da sagen. Kreuz jetzt hinterher zu bringen, wo die blanke 10 weg war, war auch nicht so pfiffig. Ein günstiger Verlauf für mich und damit habe ich die 500 schon voll bei Spiel 7. Also das kann ja eine richtig schöne Liste werden und es kommt ein wenig Material, die zwei Alten und zwei Asse. Also auf jeden Fall was zum Weiterreizen und noch einen Buben gefunden. Ja, jetzt gehen wir aber aufs Ganze. 13 Augen im Keller. Da sollte dieser Grang mehr Chancen als Risiken beinhalten. Wenn der natürlich alles andere als unverlierbar ist. 5 Luschen im Zweifel abzugeben,
kann vor allen Dingen auch nicht so gut schnippeln, aber 13 im Keller, wie gesagt, und Sitz in Hinterhand. So haben wir schon 31, 35, also so viel brauche ich gar nicht mehr. Ein Voller, dann bin ich da. So, kommt aber erstmal nicht an Deck. Ich glaube, wir nehmen hier auch mal Bilder mit. Wo ist denn jetzt Karo 10 König wieder? Eher bei Spieler 3, ne? 35, 46, 49. Einfach mal wieder raus. Oh, das war schlecht für mich. Da hätte ich besser Herz Dame getaucht. Jetzt sind die Vollen alle raus. In Karo allerdings ist durch die Karo 10 auch der Rest bei mir und ein Voller fehlt natürlich zum Glück noch. Also der war jetzt natürlich wichtig, dass der zu mir kommt. Pik Ass war raus, Kreuz 10 war raus, aber lässig noch gewonnen. Also, wenn da nicht die Karo 10 reingeht, dann ist das Spiel jetzt schnell verloren. Einmal noch Kleinkreuz rüber und dann Kreuz Ass auf Karo 10. Aber ich hatte doch auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich hier nicht alleine auf die Kartenverteilung, sondern auch ein wenig auf die Mitspieler verlassen kann. Das war jetzt hier bei Spiel 9 schon so ein bisschen mit eingeplant. Eieiei. 5 Trumpf dagegen Farbe frei. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich gemeinsam mit Spieler 1 dem Spieler 3 jetzt ans Bein pinkeln kann. Und der Stich sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wo ist allerdings Pik König? Ist Pik König. Ach, das läuft ja hier wieder merkwürdig. Das läuft ja hier wieder wirklich mehr als merkwürdig. Also, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Spiel jetzt noch gewonnen wird. Denn auch das Pik Ass wird ja inzwischen unsere Beute. Guck mal, jetzt stechen wir beide. Wie geil ist das denn? Hat man das denn schon mal gesehen? Ich kann gar nicht mehr als. Ich habe nur noch Trumpf in der Hand. Wie viel Trümpfe hat Spieler 3 denn wohl in dieser Partie? Also besonders viele sind es nicht. Jetzt darf er einmal seine Trumpf 10 retten. Wenn ich da eben im Buben steche, kann er Karo Lusche abwerfen. Es läuft aufs Gleiche hinaus, aber das war ja egal. 694 und noch 3 Spiele. Ja, ist es denn heute schon wieder so weit? Weihnachten liegt doch noch so weit weg. Aber es ist Geschenkezeit und es macht Spaß, wenn die Karte läuft und dann auch noch solche Fliegen gewonnen werden. Dafür lieben wir doch diesen Skat. So, das war nicht viel. Also drauf. Okay, Pik Lusche gedrückt. Nochmal drauf. Buben sollten raus sein nach meiner Erzählung. Nicht, dass ich glaube, dass uns das viel nützt. Ne, gibt auch nichts mehr. Gut, es sei Spieler 3 herzlich gegönnt. Der steht ja immerhin auch gar nicht so schlecht da, dafür, dass er eben diesen Grang verloren hat. Oh, das könnte Nullo wehr werden. Eine zu drücken. Schön wäre natürlich, wenn ich günstig rankäme. Das wäre allerdings dann auch wieder eher überraschend, denn ich habe schließlich hier nicht einen Vollen in der Hand. Gut, aber ich habe Eingangskarten wie Sand am Meer. Da müssen wir das Ding wohl einfach durchziehen. Und da sind beide passenden Karten sogar. Kann ich jetzt luxusmäßig sogar schon noch eine 7 wegdrücken. So schön und so einfach kann es manchmal sein.790 und ein Spiel noch. Ah, das ist nichts und damit kann mir auch nichts mehr passieren. Also ein super Ergebnis, was da gleich rausgepurzelt ist. Ihr wart live dabei. Es ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Wir spielen ja hier auch maskiert. Ich habe allerdings wohl noch nicht ganz so erfahrene Mitstreiter hier am Tisch gehabt. Das gebe ich gerne zu. Ja, und damit würde ich sagen, sieht für mich die Wochenwertung schon sehr, sehr gut aus. Zwei sehr gute Ergebnisse und gerade so eins über 700, das ist natürlich bei in diesem Modus so viel wert. Also damit würde ich sagen, habe ich schon das Ticket so gut wie in der Tasche, dass ich in der nächsten Monatsmission antreten darf.
Tja, ich weiß nicht, ob mich das überzeugt. 7 Augen haben wir. 15 Augen haben wir. Gucken wir mal, kommt hier vielleicht noch was? Ja. Das war jetzt ja interessant. Dann darf jetzt natürlich Spieler 1 eigentlich das Karo Ass nicht anbieten. Herz. König hätte doch den Stich machen sollen mit Karo Ass, aber okay. Wir sind aus dem Schneider gekommen. Das Spiel war dann doch eine Ecke zu stark. Ja, hätte man auch ein bisschen anders noch treffen können. Wie auch immer, wie gesagt, schönes Ergebnis. 790. Bin sehr zufrieden, hatte meine Freude. Hoffe, euch ging es genauso. Und dann sehen wir uns demnächst wieder mit weiteren Videos. Bis dahin, bleibt am Ball und gut Blättle.